Dann auch eine sehr häufig gestellte Frage, ob wir schon den Namen für unseren Boy haben. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Hallöchen. Wir sind gerade fleißig am Auspacken von neuen Malerteilen. Mittlerweile ja Maler, nicht mehr Manda. Wir können eigentlich nachher auch noch mal ganz kurz was dazu sagen. Haben wir auch schon mal gesagt, dass es jetzt Maler quasi heißt. Ja, die ganzen Sachen räumen wir aus, sortieren sie und tun die direkt den Models zuordnen. Und am Wochenende wird fotografiert. Genau. Direkt ein kleines Gesundheitsupdate. Wie geht's dir? Ging schon mal besser. Aber ging mir auch schon mal schlechter. Gut, das ist das einzig Gute. Übrigens gibt es auch hier neue Flyer, die mit reinkommen. Wir haben hier so Terrazzo-Optik, Be the Change. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Es gibt nur einen mini kleinen Fail, wenn man es umdreht. Ah, so rum? Ja, stimmt. Aber wenn man es so umdreht, dann funktioniert es natürlich. Weil ich habe es vorhin so umgedreht und habe ich gedacht, sag mal, es ist irgendwie falsch rum. Aber klar, wenn man es so rum umdreht, ist es. Naja, vielleicht ist es ja dann gar kein Fail. Aber eigentlich hätte ich eher gedacht, dass es so rum gleich ist. Aber ich finde sie sehr schön. Auch hier hinten das Terrazzo nochmal. Das gibt es auf jeden Fall zu jeder Bestellung auch dazu. Schau mal, das ist nur so ein kleiner Teil. Aber es kommen wieder so, so coole Sachen. Auch Teile, die ihr teilweise schon kennt, nur in neuen Farben. Das ist auch so eine coole Farbe. Den hatten wir letztes Jahr, glaube ich, in so einem Senf und einem Blau oder Grün oder so. Und jetzt in dieser Farbe und in der. Das finde ich auch mega cool. Und wir haben auch Hoodies und Sweaters. Ich finde ja auch den Hoodie, also das Unisex der Hoodie in dieser Farbe auch mega, mega cool. Also ja, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut. Jetzt sind auch schon ein paar Teile online. Deshalb könnt ihr da auch gerne vorbeischauen. Ihr unterstützt uns natürlich auch, indem ihr einfach so auf den Shop geht und mal ein bisschen stöbert, denn Traffic ist immer gut, dann wird man auch so ein bisschen besser angezeigt und so. Aber ja, bald kommen dann auch die neuen Teile. Wie ist das Datum nochmal, Schatz? Wann ist nochmal der Drop für die Teile? Was haben wir uns aufgeschrieben im Kalender? 15. Oktober. 15. Oktober, aber das werdet ihr auf jeden Fall auch nochmal mitkriegen von uns. Bei uns ist jetzt Kochenszeit. Wir machen eine Nudeln mit Tomatensauce und warum lachst du? Wir machen einen Nudeln mit Tomatensauce. Ja, kleinen Sprachfehler hatte ich. Auf jeden Fall mit halt ein bisschen Zucchini, Pilzen drin und dann gibt es noch einen Salat. Das ist auch für den Salat. Kann ich auch hier hin machen. Und davor brate ich hier eine Zwiebel an. Und Marie macht uns schon einen Nachtisch oder ist es gar nicht für heute Abend? Habe ich mir jetzt noch nicht so überlegt, aber ich dachte mir, jetzt habe ich mehr Motivation, das zu schnippeln als morgen früh. Und dann könnte man auch ein bisschen Obstsalat morgen früh essen, weil das ist ein sehr großer Obstkorb. Das stimmt, aber köstlich. Sind das Granatäpfel? Oh. Muss ich die jetzt polen? Nee. Ich dachte, auf die verzichte ich jetzt mal. Ich kann es machen. Muss auch nicht heute sein. Essen ist fertig. Sieht doch gut aus. Ich hoffe, es schmeckt auch. Dazu gibt es einen Salat. Hier drüben ist meine Frau. Mit Die hat richtig eben. schönen Manda-Klamotten schon. Ja, die hat ein gemütliches Auto dann, hat eben Was hast du hier inhaliert. gemacht? Oh, ich glaube, da habe ich mich gerade nass gemacht. Unfähig zu spülen. Was wolltest du gerade nach, was du inhaliert hast, gell? Ja, genau. Und hier drüben Alexander und Kinder, also nee, nur Alexander. Wollten wir mal gucken nach James Bond, weil der neue James Bond ist ja heute rausgekommen und wir haben irgendwann mal letztes Jahr, glaube ich, ein paar James Bond geschaut. Wir wissen nicht, ob es einer war oder zwei waren, weil das baut ja so auf und deshalb haben wir gedacht, vielleicht wäre es ja cool Das zu nochmal schauen. alles so zu wiederholen, ist ja nicht so, hätten wir die nicht schon geschaut, aber ist ja schon Wie einige finde ich Jahre das her. jetzt? Das ist. Also, Check's manchmal überhaupt nicht hier, Amazon Prime, wie ich irgendwas finden soll. ich meine, unser Computer, unser Fernseher ist jetzt ja auch nicht so ein Hightech-Smart-Fernseher. Guck mal, Skyfall hatten wir gekauft oder geliehen. Gekauft und geliehen. Skyfall und was ist das? Stirb langsam, wann haben wir denn das geschaut? Ich glaube, das haben wir in Weihnachten geschaut. Ich glaube auch. Ja, weil das hier mit Kevin allein zu Hause. Guck, Casino Royale, ja, das hatten wir. Und dann Skyfall.
Und dann müssen wir mal gucken, was das nächste ist. Dann müssen wir echt gucken, es weiter. Ein Quantum Trost? Kommt das als nächstes? Ich glaube. Guten Morgen. Ich mache mich gerade fertig. Ich habe nämlich jetzt gleich wieder einen Termin bei meiner Frauenärztin. Mittlerweile muss ich alle 2 Wochen hin. Und heute ist, glaube ich, auch so der erste offizielle CTG-Termin. Es ist aber nicht das erste Mal, dass ein CTG geschrieben wird. Ich hatte in der Vergangenheit in Woche, ich weiß gar nicht mehr, 26 oder sowas, haben sie schon mal eins gemacht, weil das Baby da Herzrhythmusstörungen hatte oder halt so ein Herzstolpern und das so ein bisschen abgeklärt werden musste. Es hat sich aber verwachsen, also das kann so in der Zeit der Schwangerschaft immer mal auftreten. Und ich war dafür auch für einen Untersuchungstermin in der Klinik, weil meine Ärztin dann im Urlaub war und auch der Professor dort, der da so Experte ist, hat dann alles ganz genau angeguckt und Entwarnung gegeben und so. Genau, deswegen weiß ich jetzt schon, was mich erwartet. Und ich versuche jetzt meine Schnupfnasen, Träne, Augen ein kleines bisschen zu kaschieren hier. Ich habe gestern, also ich habe natürlich einen Corona-Test gemacht, ne? Ich habe auch kein Corona, genau wie Alex kein Corona hatte. Habe gestern aber trotzdem bei der Arztpraxis angerufen und gefragt, ob wir den Termin verschieben sollen, dass ich halt so am Husten bin und Schnupfen habe und so weiter. Und dadurch, dass ich jetzt aber alle 2 Wochen hingehen muss und der letzte Termin schon 2 Wochen her ist, haben wir keinen neuen Termin gefunden, weil die nächste Woche nichts mehr frei haben. Und dann werden wieder 4 Wochen dazwischen und dann ist das alles zu lang. Genau. Deswegen hat sie dann gemeint, also wenn es mir nicht arg schlecht geht, ihnen macht das nichts aus. Sie hat sich aber gefreut, dass ich trotzdem gefragt habe. Dann kann ich trotzdem vorbeikommen. Wie man sehen kann, ich bin vorhin gegen den Türrahmen gelaufen. Ich habe jetzt hier eine Beule. Die tut auch noch weh. Ist das diese Schwangerschaftsduseligkeit, von der alle immer reden? Die kommt jetzt aber langsam, aber sicher auf jeden Fall auch bei mir an. Ich bin zurück zu Hause und habe erfahren, dass unser Sohn 42 cm groß ist. Schätzungsweise, es wird ja immer der Oberschenkelknochen gemessen und dann hochgerechnet. 42 cm, das ist... Wo ist er? Aber ja, aber wenn man so dann krümmt, dann sieht das dann schon wieder gar nicht mehr so riesig aus. Aber ausgestreckt, insane. Aber das geht ja gar nicht, weil die Wirbelsäule ist ja jetzt noch so gekrümmt. Ewig lange ja auch, so die ersten paar Monate. Ja, auf jeden Fall crazy Geschichte. Muss ich mir jetzt gerade mal kurz mit dem Meterstab angucken. 42 cm sind... Schon kommt. Ein Stück. Aber dann wächst er ja gar nicht mehr so viel jetzt in den 8 Wochen, die noch übrig sind. Ich glaube, hauptsächlich Gewichtszunahme ist jetzt angesagt. Ja, knapp 2 Kilo wiegt er. Schon ordentlicher Wonnebrocken. Auch schon am Start, gell? Übrigens, tada, so viel zum Thema. Wir legen uns keinen Teppich unter den Esstisch. Es ist doch ein Teppich bei uns eingezogen und ich bin so happy damit. Und es ist sogar ein plüschiger. Aber das ist eine Kunstfaser, das heißt, man kann den auch dann gut auswaschen. Da stand dabei, dass er leicht zu reinigen ist. Bisher war es noch nicht notwendig, weil die Katzen sich gut benommen haben. Gell, Becky? Weil sie liegen da total gerne drauf und vielleicht haben sie dann gar keine Lust, den völlig zu besudeln. Ich kann euch gerne updaten, wie das läuft. Allerdings haben wir uns überlegt, ob es dann nicht auch mit Kind sowieso gut ist, wenn man so einen Polsterreiniger hat. Also ist ja so ein Ding, womit man dann auch die Polster absaugen kann. Nicht nur den Teppich, sondern eben zum Beispiel auch die Couch oder so. Gerade weil die Katzen da ja auch drauf liegen und da mit Sicherheit mal Essen und Schokolade und was weiß ich, was drauf landen wird. Habt ihr da irgendwie eine gute Empfehlung? Ich habe mal geschaut und diese Geräte sind ja einfach immer riesengroß. Man kann die, soweit ich weiß, auch ausleihen. Hier in der Nähe von Tübingen, das nächste in... Neckar irgendwas. Teilfingen? Heißt es so? Keine Ahnung.
Gibt es da aber auch was Kleineres, was Handlicheres? Sowas wie diesen Kercher Fensterabsauger, dass man das vielleicht unabhängig von diesem Gerät vorher nass macht und dann einfach nur das so wegsaugt. Keine Ahnung, vielleicht hat ja jemand aus der Community eine Idee. Ich möchte jetzt nicht so ein riesen Trump-Gerät irgendwie kaufen. Aber Fenster sind ganz geil, wenn man unabhängig ist und nicht jedes Mal da so wohin fahren, was ausleihen muss und dann so eine riesen Reinigungsaktion macht, sondern das halt auch spontan mal machen kann. Insbesondere, wenn die Katzen dann doch beschlossen haben, auf den Teppich zu reiern. Wir haben uns überlegt, es gibt mal wieder ein kleines Q&A. Yes! Deshalb beantworten wir ein paar Fragen. Eine der wirklich häufigsten Fragen, ich habe so einen Fragensticker auf Instagram reingemacht, falls ihr sowas nicht verpassen wollt, folgt uns auf jeden Fall beiden auf Instagram, da geht es halt immer einfach am schnellsten, gerade weil das halt auch immer super spontan entsteht, so ein Q&A, wenn man merkt, ah shit, Marie lag im Bett, irgendwie haben wir nichts gebloggt, lass uns doch noch ein Q&A machen, das interessiert bestimmt eh viele. Auf jeden Fall die häufigste Frage war, wie sieht es mit dem Dach aus, Dachumbau und ob wir ein Kinderzimmer haben, und das passt ja irgendwie so ein bisschen zusammen. Stimmt, na dann, berichte doch mal von den freudigen Neuigkeiten, die es gar nicht gibt. Also vom Dach wissen wir noch gar nichts. Wir haben einen Bauantrag eingereicht vor 3-4 Monaten, ich weiß schon gar nicht mehr, 5 Monate, sehr lange auf jeden Fall her. Und eigentlich hätten die sich bis zum 9. September, glaube ich, melden sollen. Da haben wir nämlich mal einen Brief bekommen, sie werden Stellung dazu nehmen bis zum 9. September. Haben aber da drin nochmal gesagt, ah ja, sie hatten ja schon in der Bauvoranfrage, die ich mal geschickt habe, gemeint, ja, das würde nicht klappen und sowas. Wir haben auf jeden Fall noch nichts gehört. Wir wissen nicht, was daraus wird, ob das genehmigt wird oder nicht. Wir hoffen das natürlich eigentlich immer noch, aber wir haben uns mittlerweile auch so ein bisschen angefreundet mit dem Gedanken, falls das nicht klappt, dass wir natürlich trotzdem unser Dach irgendwie machen müssen, weil das ist nicht gut gedämmt. Das hat nur so eine Mini-Zwischensparrendämmung und ist ja auch an einer Stelle undicht und so. Das heißt, im Sommer wird es ja super heiß. Die Fenster sind außerdem kaputt. Die Dachfenster sind kaputt. Die Dachfenster, das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja, wir wohnen jetzt seit 2 Jahren in diesem Haus. Ich habe die Dachfenster noch kein einziges Mal öffnen können, weil ich die nicht aufkriege. Und selbst wenn ich sie ein Stück aufgekriegt hätte, dann kann ich sie nicht ganz aufmachen, weil die muss man so bis ins Unendliche nach außen schieben. Ansonsten klatschen die mit einem Mega-Karacho wieder zurück. Ja, die Federn sind da irgendwie draußen und kaputt und sowas. Auf jeden Fall würden wir es dann halt irgendwie mit einer Aufdachdämmung dämmen und wir bekommen dadurch halt nochmal irgendwie 15 cm Sparrenhöhe, weil wir die dann sichtbar machen quasi, diese Balken innen drin. Und damit würden wir dann irgendwie auch leben. Wir würden dann oben nur ein Kinderzimmer reinmachen und unser Schlafzimmer und in der Mitte so einen Aufenthaltsraum. Und wenn dann einfach gucken wir, dann ist halt irgendwann vielleicht unser Schlafzimmer hier unten nochmal ein Kinderzimmer oder das Schlafzimmer, was wir dann vielleicht oben haben, wird dann auch zum Kinderzimmer, genau. Vielleicht teilen sich Kids auch erstmal ein Zimmer. Ich muss sagen, wir hatten halt beide den Luxus, jeder ein eigenes Zimmer zu haben als Kinder. Ganz früher haben meine Schwester und ich uns eins geteilt, bis ich so 5 oder 6 war. Und dann hatte aber jede ihr eigenes Zimmer und das fand ich sehr schön. Also ich fand es sehr schön, da auch meine Privatsphäre zu haben. Meine Cousins beispielsweise, die haben sich ganz lang ein Zimmer geteilt und auch das hat wunderbar funktioniert. Also ich glaube, es ist einfach immer, wie man halt auch selber aufgewachsen ist und entsprechend das findet man dann ganz großartig oder möchte genau das Gegenteil davon. Und da ist man dann natürlich auch ein bisschen geprägt. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es so eine ganz gute Alternative wäre, wenn wir denn dann wissen, wie und was. Richtig. Man würde natürlich auch viel Geld sparen, was natürlich auch irgendwie cool wäre. Eine schöne Sache ist. Also von dem her sehen wir dem Ganzen positiv entgegen irgendwie, egal wie es nachher ausgeht. Und Kinderzimmer gibt es erstmal nicht, braucht man eh nicht. Es gibt eine Wickelecke und eine Babykommode einfach in unserem Schlafzimmer. Letzte Kinderzimmer erstmal. Letzte Kinderzimmer und ansonsten ist das Baby ja erstmal auch die ganze Zeit da, wo wir sind. Also weder würde er in seinem Zimmer schlafen, noch würde er in seinem Zimmer spielen. Also das dauert ja alles und da ist ja dann auch einfach noch ein bisschen Zeit. Und dem kann man dann, glaube ich, ganz entspannt entgegenblicken. Ich war am Anfang so ein kleines bisschen, und wie wird das alles und na toll und ich kann gar nicht irgendwie ein Zimmer einrichten und so. Aber mittlerweile bin ich voll entspannt, denke mir so, erstens mal, ich muss kein Zimmer einrichten.
Und zweitens mal, das wird schon alles sich irgendwie ergeben. Irgendeine Lösung werden wir auf jeden Fall finden. Dann auch eine sehr häufig gestellte Frage, ob wir schon den Namen für unseren Boy haben und ob wir den sagen werden und ob wir den schon anderen gesagt haben. Ja, nein, ja. Also ja, wir haben einen Namen, der ist noch nicht ganz komplett, der ist noch nicht ganz vollständig. Aber wir haben einen Namen und so sprechen wir auch schon über ihn und mit ihm. Wir werden den Namen nicht öffentlich sagen, dazu haben wir uns entschieden, um die Privatsphäre vom Kind zu schützen. Genau, da haben wir uns auch viele Gedanken drüber gemacht und uns war es einfach wichtig, dass man unser Kind dann, weil wir werden halt schon ab und zu irgendwie auf der Straße oder so erkannt und dann fänden wir es irgendwie auch ein bisschen creepy, wenn man dann halt einfach so unser Kind so anreden kann mit dem Namen schon und das Kind checkt es ja nicht so richtig, ja, was für Leute das jetzt irgendwie sind und sowas. Das von schafft ja einfach ein mega Vertrauensverhältnis, ja, wenn man den Namen von jemandem kennt und wenn ich mir jetzt so vorstelle, meine Mama hat früher, als ich dann angefangen habe, alleine von der Schule heimzulaufen, mir immer gepredigt, du gehst mit niemandem mit, ich würde niemals einen Arbeitskollegen schicken, den du nicht kennst, dass der behauptet, ich kenne deine Mama und ich soll dich abholen oder was weiß ich, was für Gaunergeschichten. Und diese Person hätte ja niemals meinen Namen gekannt, weil woher eigentlich auch. Und das schafft ein ganz anderes Vertrauensverhältnis. Wenn mich da jemand mit Name angesprochen hätte und dann vielleicht noch Infos über meine Mama gehabt hätte, dann hätte mich diese Person so easy überzeugen können, mit in ein Auto einzusteigen oder sowas. Das sind jetzt natürlich so ganz dramatische Geschichten, wenn man mal so will. Aber allgemein finde ich es einfach schön, das so zum Schutz des Kindes zu machen, solange wir da noch in der Verantwortung sind und er da noch nichts mitreden kann. Genau, und ansonsten haben wir den eigentlich auch so im Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis weitestgehend geheim gehalten. Meine Schwester hat ihn zufälligerweise erraten. Ich konnte dann halt irgendwie nicht lügen oder mir ist halt das Gesicht so weggefallen, weil ich damit nicht gerechnet habe in dem Moment. Und entsprechend, sie weiß es und die Mädels, die da in dem Moment dabei waren, das war nämlich an meinem JGA, die wissen es entsprechend auch. Ja, und ansonsten haben wir es auch niemandem erzählt. Das tatsächlich eine super häufige Frage, die man gestellt bekommt, ob man schon einen Namen hat. Und dann sagen wir immer so, ja. Und manche fragen dann auch gar nicht weiter. Und manche fragen halt so, ob man es wissen darf. Und wir sagen eigentlich immer, dass wir es gerne geheim halten wollen bis zur Geburt. Und im Urlaub haben wir es tatsächlich einmal nicht gemacht. Und dann, ich glaube, es ging um Favoriten. Ob wir schon Favoritennamen haben für unseren Boy. Und dann haben wir gesagt, ja, der und der und der. Und dann, das waren Leute, die wir nicht gekannt haben. Genau, die wir nicht gekannt haben. Und dann war es aber so, dass halt so, ah ja, ich finde den Namen deutlich schöner als den anderen. Und dann haben wir uns im Nachhinein gedacht, oh, hätten wir es nicht gesagt, weil wir sind uns halt eigentlich voll sicher über diesen Namen. Und dann will man irgendwie nicht halt hören, so, ich finde jetzt den anderen Namen aber schöner oder sowas. Allgemein will man dazu einfach keine Meinung hören. Ich glaube, das ist auch so der Grund, warum wir uns dazu entschieden haben, das einfach noch so geheim zu halten. Ich möchte nicht von irgendjemandem hören, oh, ich habe aber einen ganz unsympathischen Arbeitskollegen, der so heißt. Oder, bei mir war früher jemand in der Klasse, der war total bescheuert und der hieß auch so. Oder, ach, mein Hund, den hatte ich genannt. Oder, ich weiß nicht, irgendwie sowas in der Art. Ich glaube, dass der Anstand größer ist, wenn das Kind dann tatsächlich schon so heißt, dass sich viele diese Kommentare dann verkneifen. Und allgemein macht man als werdende Eltern, meine Erfahrung, die Erfahrung, dass man mit super vielen Meinungen und so weiter die ganze Zeit konfrontiert ist und je früher in der Schwangerschaft es ist, desto leichter lässt man sich ja auch verunsichern. Irgendwann ist man so gefestigt und weiß einfach, wie der Hase läuft und hat so seine eigene Meinung und ein ganz gutes Gespür, zumindest geht es mir so. Aber das ist trotzdem noch so ein Punkt, da bin ich einfach nicht scharf drauf, die Meinung anderer Leute zu hören. Ja, total. Ich habe gesehen, eine Frage war unter dem Blog häufiger mal gestellt, für unser Kind zweisprachig erziehen. Ja, das habe ich hier auch wie bekommen. Ja? Also, der Plan ist eigentlich ja. Ich würde sehr gerne mit unserem Sohn Englisch sprechen. Also ich Deutsch? Genau. Wie Englisch? Also ich bin ja auch zweisprachig aufgewachsen. Mein Papa hat mit mir nur Englisch gesprochen. Und auch heute spricht er nur Englisch mit mir. Heute ist er so ein kleines bisschen weniger streng. Früher hat er tatsächlich ganz konsequent
alles auf Englisch gesagt, selbst wenn ich gefragt habe, was heißt dieses Wort, der hat mir es nie einfach auf Deutsch hingelegt, sondern ich musste dann irgendwie selber drauf kommen und er hat es so umschrieben. Es hat super gut funktioniert. Wenn ich heute frage, wie ist da nochmal das Wort, dann sagt er es mir auch einfach so. Und irgendwie habe ich so die Vorstellung, ich möchte das auch so machen. Also ich fand das super schön. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich traue mir das auch zu. Es gibt bestimmt Situationen, wo ich mir so denke, keine Ahnung, wie man das jetzt sagen würde. Aber dann umschreibt man es halt. Also wenn man mit zwei Sprachen aufwächst, dann hat man ja auch einfach ein ganz anderes Gespür für die Sprache. Ich weiß jetzt bestimmt auch nicht jede Vokabel oder wie jedes fancy Baggergerät heißt oder was weiß ich was. Aber dann entweder man guckt es kurz nach oder man lernt es gemeinsam mit dem Kind oder man umschreibt es oder man erfindet dafür ein Geräusch. Oder das Ding ist, das Kind kommt ja auch nicht auf die Welt und hat einen Wortschatz wie ein Lexikon, sondern ja. Das muss ja auch erstmal die einfachen Worte mal irgendwie lernen. Von dem her, glaube ich, wird das echt kein Problem sein. Aber ja, wir gucken einfach, wie es läuft, glaube ich. Wenn du irgendwann denkst, oh Gott, es fühlt sich für mich ganz blöd an. Ich glaube auch. Ich glaube, ganz viel muss man auch einfach nach Intuition machen. Ne? Also das ist so, wenn ihr selber schon Eltern seid, dann werdet ihr jetzt wahrscheinlich einfach euch nur so denken, ja. Man nimmt sich so ganz viel vor, was man alles wie und was auch immer machen will. Gerade was auch wahrscheinlich Erziehung und solche Geschichten angeht. Und wenn das Kind dann tatsächlich da ist, weil das ist ein Mensch, den kennen wir jetzt noch nicht, der hat auch dann einen eigenen Charakter, dann muss man einfach irgendwie gucken, wie es passt. Und man kann sich natürlich vorher so ein paar Sachen vornehmen, aber wie das dann letztendlich alles sein wird, das wird man dann sehen, wenn es soweit ist. Irgendwie. Passt irgendwie auch so ein bisschen dazu, wurde auch oft gefragt, ob wir Angst haben, irgendwas falsch zu machen in der Erziehung oder ob wir halt generell Angst haben, Eltern zu werden und so. Also nein, Angst habe ich eigentlich nicht, dass ich in der Erziehung was falsch mache. Ich weiß nicht warum, das ist irgendwie, habe ich gar nicht. Also ich glaube, da habe ich einfach für mich so ein gefestigtes Selbstbewusstsein, dass ich da, ich lese gerne Bücher und hole mir da so ein bisschen Input, aber bin halt einfach kein Mensch, der sich so viele Gedanken macht, egal bei was. Also ich handwerke auch ja einfach los. Was ich jedem auch empfehlen kann, nicht zu viel nachzudenken bei allen Sachen, sondern sich irgendwie Input zu holen und dann daraus so sein Ding zu machen und das nicht immer zu denken, oh Gott, habe ich jetzt was falsch gemacht oder sowas. Ich glaube, das merkt man dann einfach. Das Einzige, wo ich so ein bisschen, nicht Angst, aber davor habe ich irgendwie, denke ich mir so, oh, ist so dieses Arbeiten und Kind unter einen Hut zu bekommen, weil ich möchte auf jeden Fall halt sehr viel Zeit mit meinem Kind verbringen, weil ich das ultra schön finde, das halt aufwachsen zu sehen. Und ich habe das Einzige, wo ich halt so ein bisschen Schiss habe, ist, dass ich irgendwie das nicht schaffe, weniger zu arbeiten oder das zu priorisieren halt irgendwie. Dass ich dann halt doch mir zu viel auflade und dass ich dann doch irgendwie, keine Ahnung, bis spät in die Nacht arbeite und dann denke, ah shit, hätte ich doch lieber heute Abend was gemacht. Aber ich denke, ich bekomme das trotzdem gut hin. Ich glaube auch, dass wir das gut hinkriegen. Also ich glaube auch, das ist wieder was, was man dann halt auch so sehen wird, wenn es soweit ist und was sich vielleicht ja auch ganz natürlich ergeben wird. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die Prioritäten automatisch so verschoben sind, dass einem ganz viele andere Dinge plötzlich voll unwichtig vorkommen und man gar nicht verstehen kann, wie man sich da überhaupt jemals Gedanken drüber machen konnte. Also ich glaube, das kriegen wir auf jeden Fall gut hin. Und Erziehung bei dir? Angst? Nee, Angst habe ich auch nicht. Also ich habe mich schon so richtig an den Gedanken gewöhnt, man wird zwangsläufig Fehler machen. Also es gibt zwangsläufig Situationen, wo man sich zurückblickend wahrscheinlich denkt, wollte ich doch eigentlich so nie machen. Und ich glaube, was ganz wichtig ist an der Stelle, ist ein bisschen reflektiert bleiben. Und ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass ein Kind zu haben ganz viel für das eigene Ego macht. Also dass man ganz viel an sich selber und dem eigenen Ego arbeiten muss. Und das ist zum Beispiel was, was mir super wichtig ist. Also ich möchte mich immer bei meinem Kind von Herzen entschuldigen können, wenn ich falsch reagiert habe. Das finde ich total wichtig, sich das als Eltern bewusst zu machen, dass man wird mal doof reagieren oder irgendwas anders machen, als man sich das vielleicht idealerweise vorgestellt hat. Und der Knackpunkt ist dann einfach, dann aber auch die Größe haben und das darüber sprechen, das erklären, sich entschuldigen, keine Ahnung, wie das letztendlich funktionieren wird. Und ich glaube schon, dass man
Da haben wir uns auch jetzt schon voll viel drüber ausgetauscht, ja. So dass uns das auch wichtig ist, dass das nicht so ein Ding ist, dass die Eltern immer die Heroes sind irgendwie, die nie was falsch machen oder sowas und sich auch nichts dann eingestehen können irgendwie. Ja. Sondern dass man da halt auch so zeigt, ja, sorry, dem Kind gegenüber und sagt, ja, das war halt voll mein Fehler irgendwie. Ja, ich meine, du musst deinem Kind ja auch irgendwie beibringen, mit Emotionen umzugehen. Und entsprechend ist es ja auch wichtig, mit den eigenen Emotionen umgehen zu können. Und zwar in der kompletten Bandbreite und halt nicht, die Eltern sind nie traurig und die sind nie wütend und die sind immer perfekt, sondern dem Kind eben auch beibringen, wie geht man denn damit um, wenn man wütend ist oder wenn man traurig ist oder wie auch immer. Ich springe. Kurze Unterbrechung. Ich glaube, das ist die Post. Einige wollten auch wissen, ob wir uns irgendwie verheiratet jetzt anders fühlen. Weiß nicht, wie ist es bei dir? Fühlst du dich anders? Ich fühle mich nicht anders, muss ich sagen. Ich auch nicht, aber trotzdem cool. Ja. Irgendwie, wir erinnern uns so oft daran zurück oder machen so mit unseren Ringen und sowas. Und dann checkt man schon so, wow, krass, mega, wir sind verheiratet. Und irgendwie schweißt es einen trotzdem nochmal anders zusammen, finde ich. Also weil das jetzt so official ist. Also klar fühle ich mich jetzt in dem Moment nicht dann anders oder so als vorher, aber weiß ich nicht, allein wenn ich das angucke, denke ich manchmal so, oh, ja, mega. Ja, vor allem auch, wenn du dich am Telefon meldest oder so, oder wenn man jemand anderem was über den anderen erzählt, also jetzt zum Beispiel, als ich beim Frauenarzt war und dann erzählt habe, ja, ich habe mich halt bei meinem Mann angesteckt, dann, das sind so Momente, in denen einem dann so bewusst wird, ja, krass, das ist halt mein Mann, irgendwie so, da fühlt man sich auch auf einmal so, erwachsen. Und im nächsten Moment ist das dann auch schon wieder vorbei, aber das ist vielleicht so das Einzige, oder? Ja, aber ja, war auf jeden Fall richtig, richtig schön. Ja, und dann schließen wir noch mit einem kurzen Rundumschwung an verschiedenen Fragen, kombiniert in einer. Rebranding zu Maler. Vielleicht ganz kurz, was bedeutet Maler? Für was steht Maler? Für Marie, Alex und Laden, weil Mandaladen wird zu Maler. Da sind ja auch alle Buchstaben drin. Ja, finden wir einfach ein mega schönes Wort. Hat sich irgendwie so ergeben, als wir unsere Worte, also unsere Anfangsbuchstaben, so random immer hin und her geschoben haben. Und das war irgendwie so das Schönste, was rausgekommen ist. Und ich finde es auch einfach ein cooles Wort. Ja, und es ist ein schönes Logo, es geht ins Ohr. Und wir wollten es eben, das hatten wir ja auch schon mal erzählt, einfach noch mehr von dem YouTube-Kanal trennen, dass nicht alles immer Manda ist. Teilweise werden wir halt auch im Freundeskreis irgendwie schon die Mandas genannt. Und ja, die Mandas kommen und irgendwie so. Und deswegen wollten wir einfach gerne unser Label da so ein kleines bisschen von trennen, aber nicht zu sehr. Deswegen ist trotzdem noch Marie-Alex-Laden. Und dann wollten auch viele wissen, wie es da weitergeht, wenn wir halt Eltern sind, allgemein mit unserer Selbstständigkeit. Also ich glaube auch da flexibel wie der Bambus sein. Keine Ahnung, wie es aussieht mit Kind, wie viel wir da arbeiten können. Aktuell arbeiten wir natürlich viel, viel mehr, als wir nachher mit Kind irgendwie arbeiten könnten. Aber müssen wir schauen. Es soll auf jeden Fall alles irgendwie weitergehen. Die Videos werden vielleicht dann einfach nicht mehr so oft kommen. Es kommt nicht mehr jede Woche ein DIY. I don't know. Vielleicht kommt auch manchmal jede Woche ein DIY. Bei Maler haben wir Unterstützung von einem Team, die ganzen Sachen auch verschicken, uns bei den Schnitten helfen. Das heißt, das läuft auf jeden Fall weiter. Hier müssen wir nur gucken, wie wir es mit den Shootings immer machen und vor allem den Instagram-Kanal von Maler auch pflegen. Genau, aber auch da haben wir eigentlich Unterstützung. Und das Gute ist natürlich, dass wir ein Winterbaby bekommen. Und dann sind die ganzen Launch-Phasen für dieses Jahr auch vorbei. Und dann geht es erst im nächsten Frühjahr weiter. Da ist das Baby dann schon ein kleines bisschen größer. Und da bin ich dann auch nicht ans Bett gefesselt oder sowas in der Art. Also ich meine, man ist ja nicht krank, weil man schwanger ist oder wenn man ein Kind geboren hat. Ich habe ja jetzt, gehe ja nicht offiziell irgendwie einen Mutterschutz oder sowas. Das gibt es natürlich nicht, wenn man ganz selbstständig arbeitet. Hab mir aber einfach so für mich selber so eine kleine Deadline gesetzt, bis wann ich zum Beispiel dann auch keine Kooperationen mehr eingehe und ab wann ich dann vielleicht auch mit Videos ein bisschen zurückfahre. Und dann wird wahrscheinlich im Dezember nichts kommen. Es wird im Dezember auch keinen Mann-Adventskalender geben. Das ist eigentlich wahrscheinlich sowieso schon klar gewesen.
Es kommen vielleicht. Vlogs kommen hin und wieder wahrscheinlich schon, schätze ich mal, irgendwas. Wir wissen noch nicht. Wir schauen einfach. Wenn es natürlich einfach nur hier Babybubble ist, dann kommen auch keine Vlogs. Keine Ahnung, wie das sein wird. Auf meinem Kanal wird dann wahrscheinlich auch erstmal weniger passieren. Aber dann im nächsten Jahr geht es wieder auf jeden Fall ganz normal. Was auch immer das dann bedeutet. Weiter. Und damit sind wir am Ende. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, richtig. Und ja, wir sehen uns dann am Dienstag wieder zu einem neuen Video. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Wir sind fleißig am Fotografieren für Mala. Und richtig, ja. Das wird cool. Ich freue mich drauf. Genau. Ich auch. Macht's gut. Schönen Tag, Mittag, Abend. Nacht. Ja. Tschüss. Tschüss.